Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf meiner Seite. Heute mit Seite 286 lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen, dass du alles daran setzt, um uns von der Sünde und schlechten Gewohnheiten und der Versuchung zu retten und zu befreien. Und Herr, wir möchten dich bitten auch für den heutigen Tag dass du nicht nur unser Erlöser bist, wofür wir dir von ganzem Herzen danken, sondern auch unser König. Dass wir nicht nur deine Vergebung erleben, sondern auch aus Liebe und aus Freude gehorsam sind und dich bestimmen lassen, was in unserem Leben passieren soll. Weil wir gelernt haben und immer besser lernen, dass du die besten Pläne für uns hast. Herr, sprich du durch dein Wort auch heute, jetzt zu uns. Durch deinen Heiligen Geist direkt in unser Herz. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir sind in Richter Kapitel 11. Jephthah ist auserkoren worden, nachdem er zuvor verstoßen worden war, jetzt im Kampf gegen die Ammoniter die Kinder Israels anzuführen. Er hat Kontakt aufgenommen mit dem König von Ammon und dessen Gebietsforderungen erhalten. Und jetzt lesen wir weiter in Vers 15. Die sprachen zu ihm, also die Gesandten des Jefter an den König von Ammon. So spricht Jefter, Israel hat weder das Land der Moabiter noch das Land der Ammoniter genommen. Denn als sie aus Ägypten zogen, wanderte Israel durch die Wüste bis an das Schilfmeer und kam nach Kadesch. Da sandte Israel Boten zum König der Edomiter und sprach, lass mich doch durch dein Land ziehen. Aber der König der Edomiter erhörte sie nicht, auch zum König der Moabiter sandten sie der wollte sie auch nicht. So verblieb Israel in Kadesh und wanderte in der Wüste und umging das Land der Edomiter und das Land der Moabiter und kam vom Aufgang der Sonne her zum Land der Moabiter. Und es lagerte sich jenseits des Anon und kam nicht in das Gebiet der Moabiter, denn der Anon ist die Grenze der Moabiter. In dieser Auseinandersetzung mit den Ammonitern beruft sich Jefter auf die Geschichte. Die Geschichte, die er aus Büchern wie Vierte Mose... Und fünfte Mose kannte, auch wir müssen die Geschichte unseres Volkes, die Geschichte, die Heilsgeschichte kennen. In gegenwärtigen Auseinandersetzungen, wenn der Satan uns attackiert, wenn wir in den Kampf hineingezogen werden, müssen wir wissen, was Gott in der Vergangenheit getan hat, wie er gewirkt hat in früheren Generationen, um zu wissen, was die Wahrheit ist, wenn falsche Forderungen gestellt werden. Und Israel sandte Boten zu Sihon, dem König der Amoriter, dem König von Hesbon. Und Israel ließ ihm sagen: Lass uns doch durch dein Land bis zu meinem Ort ziehen. Aber Sihon traute Israel nicht, dass er es durch sein Gebiet hätte ziehen lassen, sondern er versammelte sein ganzes Volk und lagerte sich bei Jahaz und kämpfte mit Israel. Der Herr aber, der Gott Israels, gab den Sihon mit seinem ganzen Volk in die Hand Israels, sodass sie diese schlugen. So nahm Israel das ganze Land der Amoriter ein, die in jenem Land wohnten. Und sie nahmen das ganze Gebiet der Amoriter ein, vom Anon bis an den Jabok und von der Wüste bis an den Jordan. Genau dieses Gebiet, was, wie wir das letzte Mal gesehen haben, der König von Ammon für sich in Anspruch nimmt. Und äh, Jephtha zeigt hier sehr deutlich, aufgrund seiner Kenntnis der Bibel, auf seiner Kenntnis, der, und der, Kenntnis seiner, der Geschichte des Volkes Israels, dass diese Forderungen des Feindes falsch gewesen sind. Wir müssen die biblische Geschichte kennen. Wir müssen wissen, wie Gott in der Vergangenheit gewirkt hat, um zu wissen, welche falschen Forderungen der Feind in welcher Form auch immer in unserem Leben, in unserer Zeit, in unserer Gemeinde stellt. So hat nun der Herr der Gott Israels, die Amoriter vor seinem Volk Israel vertrieben, und du willst es vertreiben, ist es nicht so, wenn dein Gott Chemosh dir etwas einzunehmen gibt, nimmst du es nicht in Besitz? Was nun der Herr, unser Gott, vor uns vertrieben hat, das nehmen wir auch in Besitz. Oder bist du etwa besser als Balak, der Sohn Zippos, der König der Moabiter, hat der auch je mit Israel einen Rechtsstreit geführt oder gekämpft? Auch das bezieht sich auf die bekannten Geschichten in Vierte Mose, als der Biliam äh, von Balak eingeladen worden war. Da nun Israel 300 Jahre lang in Hesbon und seinen Tochterstädten, in Aroer und seinen Tochterstädten und in allen Städten, die am Arnon liegen, gewohnt hat, warum habt ihr sie ihnen nicht weggenommen während dieser Zeit? Also, das Argument ist mit anderen Worten, seit 300 Jahren akzeptiert ihr diese, äh, diesen, diesen Zustand, wie Gott uns geführt hat, und jetzt wollt ihr es plötzlich als Verbrechen darstellen. Interessant ist auch, dass dieser Vers uns eine, eine ungefähre zeitliche Einordnung gibt, dass Jephthah ungefähr äh, um 1100 vor Christus gelebt haben muss. Ich habe nicht gegen dich gesündigt, sondern du handelst böse an mir, dass du gegen mich Krieg führst. Der Herr, der Richter, soll heute ein Urteil fällen zwischen den Kindern Israels und den Kindern Amons. Hier ist ein interessanter Vers, denn eine der großen Fragen im Buch Richter ist ja, wer herrscht eigentlich wirklich. Wir sehen wieder beim Abimelech so Ansätze, ein Königtum zu etablieren. Wir werden auch immer wieder diese Idee finden, dass es keinen König gab, aber der eigentliche Richter, der eigentliche König ist Gott, nicht die Richter, die immer wieder auftauchen sind die eigentlichen Herrscher Israels, sondern der Gott des Himmels und der Erde. Aber der König der Ammoniter hörte nicht auf die Worte Jeftas, die er ihm sagen ließ. Da kam der Geist des Herrn auf jefter und er zog durch Gilead und Manasse und durch Mitzbah, das in Gilead liegt, und von Mizpa, das in Gilead liegt, zog er gegen die Ammoniter. Wir haben gesehen, was der Geist mit Othniel gemacht hat. Wir haben gesehen, was der Geist im Leben von Gideon bewirkt hat. Auch hier sehen wir, wenn der Geist des Herrn auf einen, auf einen Menschen kommt, dann gibt es eine Erweckung, dann gibt es eine Reformation, dann gibt es einen Widerstand gegen den Feind. Dann wird gekämpft. Wenn der Heilige Geist in unser Leben kommt, heißt es das nicht, dass die Feinde auf einmal plötzlich alle weg sind, aber es heißt, ist, dass wir Kraft und Mut bekommen, gegen den Feind zu kämpfen, bis er vernichtet ist. Das möchte der Geist in unserem Leben bewirken. Er möchte, dass wir gegen die Sünde kämpfen, bis sie vernichtet ist in unserem Leben. Dass Gottes Herrlichkeit in unserem Leben sichtbar wird. Und Jefter gelobte dem Herrn ein Gelübde und sprach, wenn du die Ammoniter in meine Hand gibst, so soll das, was zu meiner Haustür heraus, mir entgegenkommt, wenn ich in Frieden von den Ammonitern zurückkehre, dem Herrn gehören und ich will es als Brandopfer darbringen. Etwas dem Herrn zu geben bedeutet es, zum Heiligtum zu bringen. Nun wissen wir schon, dass ist sehr wichtig für den Fortlauf der Geschichte, dass aus den Büchern Mose, dass es bestimmte Dinge gab, die dann, wenn sie dem Herrn geweiht worden sind, tatsächlich als Brandopfer auch dargebracht werden mussten. Andere Dinge mussten ausgelöst werden. Ein Esel konnte zum Beispiel ausgelöst werden, indem man ihm das Genick brach ein Mensch sollte unter allen Umständen immer ausgelöst werden und das wird jetzt hier in dieser Geschichte noch wichtig werden. So zog Jephthah gegen die Ammoniter, um gegen sie zu kämpfen und der Herr gab sie in seine Hand. Und er schlug sie von Aroe an bis nach bis man nach Minnet kommt, 20 Städte und bis nach Abel Keramim in einer sehr großen Schlacht. So wurden die Kinder Ammons von den Kindern Israels gedemütigt. Als nun nach Mitzpah zu seinem Haus kam, siehe, da trat seine Tochter heraus, ihm entgegen, mit Tambourinen und Reigen. Sie war aber sein einziges Kind und er hatte sonst weder Sohn noch Tochter. Wir haben gerade gesagt, er wird sie nicht als Brandopfer haben opfern müssen. Aber sie gehörte jetzt dem Herrn. Das heißt, sie gehörte dem Heiligtum. Sie hatte kein... Erbteil mehr. Erinnern wir uns daran, es ging in dieser Geschichte auch darum, wer erben würde. Er selbst hatte ja lange kein Erbteil bekommen. Jetzt war er zum Herrscher ernannt worden. Er hätte ein großes Erbteil bekommen, aber er konnte es nicht weitergeben, weil er keinen Sohn hatte und nur eine einzige Tochter, die ja nach den Bestimmungen Moses, die Gott gegeben hatte, ja erbberechtigt gewesen wäre, aber jetzt nicht mehr erben kann, weil sie dem Herrn geweiht ist. Und es geschah, als er sie sah, da zerriss er seine Kleider und sprach: Ach, meine Tochter, wie tief beugst du mich nieder und wie betrübst du mich, denn ich habe meinen Mund dem Herrn gegenüber aufgetan und es kann es nicht widerrufen. Sie aber sprach zu ihm: Mein Vater, hast du deinen Mund dem Herrn gegenüber aufgetan, so handle an mir, wie es aus deinem Mund gegangen ist, nachdem der Herr dich an deinen Feinden, den Ammonitern, gerecht hat. Und sie sprach zu ihrem Vater: Das werde mir gestattet, dass du mir zwei Monate lang Zeit lässt, damit ich auf die Berge gehe. Und über meine Ehelosigkeit mit meinen Freundinnen weinen kann. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns dein Wort geschenkt hast. Und Herr, wir möchten lernen, die Geschichte deines Volkes so gut zu kennen, dass wir, wenn der Feind uns angreift, wenn der Feind falsche Behauptung macht, wenn der Feind durch Versuchung und Sünde uns äh, herausfordern will, dass wir aufgrund dessen, was wir in deinem Wort gelesen und studiert haben, wissen, was die Wahrheit ist. Dass wir falsche Anschuldigungen des Feindes identifizieren können. Und dass wir zur Wahrheit stehen können und erfüllt von deinem Geist Sünde und Teufel so lange bekämpfen können, bis wir den vollständigen Sieg errungen haben. Herr, erfülle uns heute. Mit deinem Heiligen Geist. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.